Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Undermine. Schon vor einiger Zeit kam das Spiel raus und ich wollte es unbedingt auch spielen. Aber ihr kennt ja die Zeit, ne? Die Zeit. Ich habe überlegt, das erste Spiel, was ich theoretisch mit einem Controller spielen könnte, anhand der Steuerung, ja, also es geht auch für einen Xbox-Controller, würde es funktionieren. Habe ich aber dann doch dagegen entschieden, also er läuft tatsächlich mittlerweile. Ich hätte mit ihm spielen können. Aber irgendwie, wenn ich so einen Controller in der Hand halte, denke ich mir immer so, das ist nicht genau, das ist nicht richtig, das. Ja, deswegen spiele ich lieber mit Tastatur. Und die Steuerung ist jetzt auch nicht so gravierend, wo ich denke, okay, ich brauche unbedingt einen Controller. Ne? Wir haben rechts WASD, dann haben wir Trank tauschen, nach rechts oder nach links, also X oder Z benutzen halt. Bewegung sperren, keine Ahnung. Blickrichtung halten, also Control und Shift. Schwingen. Linke Maustaste. Werfen, rechte Maustaste. Springen ist Space. Trinken Q, Bombe R. Interagieren E, herstellen F, Tagebuch Tab. Also eigentlich alles ganz intuitive Funktionen. Deswegen habe ich mich dann doch leider gegen den Controller entschieden. Auch wenn ich es echt gerne mal probiert hätte mit Controller. Vielleicht irgendein anderes Spiel mal. Ich würde sagen, wir ziehen uns das mal rein. Wer Undermine nicht kennt, wird es jetzt kennenlernen. Und eigentlich... Du da draußen, komm sofort hier rein. Hatte ich vorgehabt, sogar Moonlight dann noch vorher zu Let's Playen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Naja, ich hab's auch nicht. Gucken. Sieht Widerstand eines Händlers. Stell meine Gute nicht auf die Probe. Ja, ist ja gut, Merlin. Arcanus der Erzmagier. Bauer, ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Wie dir sicher aufgefallen ist, wird die Mine von schrecklichen Erdbeben heimgesucht. Ich will, dass du die Mine gehst und den Grund dafür findest. Und noch eines. Unser Schmied ist verschwunden und ohne ihn kann niemand die Schmiede betätigen. Wenn wir tiefer nehmen und in die Undermine hinein wollen, brauchen wir jemanden, der neue Ausrüstung schmiedet. Finde den Schmied und den Grund für die Erdbeben. Nun fort mit dir, Bauer. Nimm diesen Schlüssel und öffne damit die Mine. Versage nicht. Du bist aber nett. Okay, das heißt, wir brauchen erst jemanden aufsammeln. Artefakt entdeckt. Tagebuch. Drücke Tab, um das Tagebuch zu öffnen. Trage es immer bei dir. Du kannst auch daran nachschauen, wenn du Antworten auf Fragen suchst. Geil. Cool. Ich liebe solche Übersichten, ne? 59, 58 Sekunden spielen wir schon. Gold in Klammern behalten. Thorium, Kanarienvogel Level 1, Relikte, Tränke, Segen, nichts. Kein verbessertes Equipment. 14 Schwingschaden, 10 Wurfschaden, 68 Bombenschaden. Goldintegrität 50%. Und hier sehen wir schon ein bisschen eine Vorschau an Gegnern. Das spoilert aber richtig krass. Eigentlich sollte man gar nichts davon sehen. Hier sehe ich, dass es Skelette sind, hier sehe ich, dass es Blobs sind. Das ist ja doof. Hier sehen wir auch ganz viele Gegenstände. 103 Gegenstände und es gibt 43 Gegner und es gibt 8 Vertraute. Gucken. Ein Buch scheint zu fehlen. Oh, das ist doch geheimnisvoll. Das bedeutet bestimmt, dass dort etwas ist. Kann ich mich hier rollen? Aber was ist das für ein Sprung gewesen? Okay. Kein Zutritt! Was haben wir hier? Zu den Minen. Ah ja. Gucken. Werkzeuge zum Bombenbau liegen auf dem Tisch. Klopfen. Geh weg, die Server ist geschlossen. Baba die Alchemistin. Okay, und hier unten ist eine Schmiede. Leider scheint derzeit keiner in dieser Schmiede zu sein. Das ist ja bedauerlich. Ich kann auch über alles rüberschwingen, das ist cool. Ah, ihr seht da Gold. Bam. Fühlt sich aber sehr hakelig an. Eine kalte, stille Schmiede. Nun gut. Runter. So, wir werden ein bisschen durch das Spiel durchgeführt am Anfang. Die Goldmine. Goldmine 1. Es wird dunkel. Drücke Space zum Springen. Drücke Right Shift zum Angreifen. Was? Right Shift? Achso, rechte Shift. Ja, nee, benutze ich natürlich nicht. Ich benutze... Oh. Ich kann meine Spitzhacke auch werfen. Und faszinierenderweise kommt sie zurück wie ein Boomerang.
Drücke R, um eine Bombe fallen zu lassen. Noch eine Bombe. Kommen hier noch mehr? Bedauerlicherweise nein. Schade, ich hätte gerne alles kaputt gemacht. Drücke Right Control, um die Waffe zu werfen. Sehr schön. Und unten rechts seht ihr auch eine kleine... Oh, Slimies. Das ist mein Gold. Ey, die verschwinden im Gold. Stop it. Ey, den Gold Nuggets. Ah, okay, die kommen, wenn Gold auf dem Boden liegt. Verstehe. Verschwinde, Alter. Okay, die kann man auch nicht killen. Alles klar. Kann man nur wegschubsen. So, und rechts sehen wir übrigens auch eine kleine Map. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Verstehe. Pass auf die Langfinger auf. Das sind Diebe. Man kann auch Licht ausmachen. Turn the lights off. Flasche des Bergarbeiters. Spüre die Wirkung eines Trankes länger. Ein verschlagenes kleines Gefäß mit Überresten für den neuen Besitzer. Antimaterie. Hat der Gegner statt Schaden zu erleiden. Der brutalste sich mit der Axt wird zum entspannten Bad der Vitalität. Das kann nur Magie sein. Beides bekommen, interessant. Na, hier kriegen wir, habe ich im Trailer gesehen, wenn wir die Axt durchwerfen, kriegen wir eine Feueraxt. Die können wir später für Rätsel nutzen. Viel Glück, Bauer! Okay, ich glaube, das war's mit dem Tutorial. Die kommen überall, die Viecher, ne? Aber ich glaube, die beschädigen mich nicht. Huch! Zeit. Ich glaube, ich hätte mit ihm quatschen können, oder? Okay, die kriegen jetzt auch Schaden von der Umgebung. Gefällt mir. Ah, mein kleiner Helfer, der nimmt sich das auch mit. Tja, die Frage von jemandem war rechts. Ey, Alter! Der hat meine Bombe einfach weggeschubst. Du Drecksack. Schade. Meine Bombe verloren. Brauche ich derzeit aber auch gar nicht. Was haben wir da? Das ist ein bisschen größer. Alter, das ist miese Biester. Man muss auch aufpassen auf die Wand. Da habe ich jetzt keine Bombe. Es gibt manchmal, ich glaube, es glitzert, habe ich mal irgendwo in einem Stream gesehen. Von dem guten Holly LP, der das gespielt hat. Der spielt ja mal sehr viele Spiele, die frisch rauskommen. Habe ich das auch gesehen gehabt. Ich glaube, hier glitzert auch ab und zu mal was, wenn man was mit der Bombe versprechen kann. Kein hilfreicher Helfer. Dieser Kanalvogel sammelt Gold für den Bauern auf. Berühmt der Philosophen, der Wert des Goldes, dass der Kanalvogel in der Bauer einsammelt und steigt an. Und Langfingergeist, ein Kanalvogel wird schneller und kann Gold von Langfingern stehlen. Müssen wir mal gucken, ob wir mal zurückkehren, ohne Geld zu verlieren. Ja, irgendwann müssen wir auch die Möglichkeit mal haben, abzuhauen, bevor wir sterben vielleicht. Okay, ist One-Hit. So, ich brauche da oben einen Schlüssel. Und unten einen Schlüssel. Oben ist... Okay, hier sehen wir, unten sind scheinbar Gegner und oben ist ein Schlüssel. Wir gucken erstmal hier rein. Vielleicht wird uns ja... die Wahl abgenommen. Guck mal, ich kann hier natürlich... auch so machen, um sie einfach zu verbrennen. Ach, guck mal, der ist gut. Der ist aus Wasser, verstehe. Der besteht aus Wasser. Wir werden selbstverständlich, ihr kennt mich ja, ich sammle ja mal gerne alles auf. Wobei ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist. Uff, Pilze. Waren die gut?
Schauen wir da. Der Schmied. Wayland. Oh, hallöchen, Freund. Heiße Wayland und bin der Schmied. Wollt ihr unten gerade ein paar Pilze sammeln, als der Eingang wegen des Erdbebens eingestürzt ist? Kein Ding, ich habe auch ein Rezept von der Apotheke dafür. Weiß ich echt zu schätzen, dass du mich hier raushaust. Schau bei meiner Schmiede vorbei, wenn du mal oben bist. Ich decke dich mit den besten Sachen ein. Außerdem kann ich Blaupausen erstellen, die du findest. Vielleicht findest du es leider so gut drüben in der Truhe eine. Kostenlos, versteht sich. Na, dann ich sehe dich später, Kumpel. Aber wir kriegen ja sogar noch eine bessere Spitzhacke für 75 Gold. Übrigens, wenn du ein paar Krüten übrig hast, könnte ich die Hacke da auf dem Ständer empfehlen. Die habe ich ziemlich gut hingekriegt. Okay, bis bald. In seine Schmiede zurückgekehrt. Der Schmied ist zurückgekommen. Waffenverbesserung steigert den Schwingschaden. Erstaunlich gute Verfassung für jemanden mit einer fragwürdigen Geisteszustand. Okay. Schwingschaden plus, aber da steht nicht genau wie viel, ne? Ich glaube, ich hatte vorher 16, jetzt habe ich 18. Oh, eine Blaupause. Waylands Stiefel, hergestellt in der Schmiede, alles klar. Nice. Das freut mich, voll widerlich. Das kann sich sicherlich entzünden, habe ich auch schon gesehen. Dass ich dies entzünden kann. Tja, schwierig, jetzt geht's hier nur noch lang, ne? Gibt's ja auch noch Gegner? Nee. Weiß nicht, schnell, ey. Ich geh jedenfalls noch nicht runter. Einen Schlüssel haben wir ja noch. Die Frage ist, gehen wir zu dem Mob oder gehen wir zu... Es kann ja auch sein, dass die... Machen die mir Schaden? Das ist die Frage. Hätte ich testen wollen. Das gierige Viecher, ey. Tja. Wir gehen mal zum Gegner. Ich habe sogar zwei gehabt. Oh, okay. Das ist also ein Mate. Ein Freund ist das. Der mir Zeug verkauft. Für 100 gibt es einen Fisch-Kebab, stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. So ist das. Leider nutzlos. Schwebestiefel auf Luft laufen. Wenn man das erste Mal über einen Abgrund hinausschreitet, kann das sehr beunruhigend sein. Aber selbst beim 100. Mal ist es noch beunruhigend. Ja, aber ich hatte kein Gold für. Schade. Hallo, möchtest du bei so einem Treuprogramm mitmachen? Nur 1200 Gold. Es tut mir leid, du scheinst nicht genug glänzende Dinge zu haben. Vielleicht kannst du dir welche bei deinen Meistern leihen. Tja, schade. Ich nehme überhaupt kein Leben mit. Gehen hier oben noch rein. Oh, ein altes Artefakt. Goldenes Popcorn. Geld verdoppelt sich manchmal. Oh, und der Zauberer hat einen zweiten Kern verzaubert. Doch dieser war etwas goldener. Da sehen wir dann hier entsprechend unsere Relikte. Tränke. Erhalte Gesundheit statt Schaden zu erleiden. Das ist natürlich auch geil. Kann man theoretisch hier oben nutzen, ne? Was ist das hier? Aufgeben, Option, weiter. Okay. Wie das aussieht hier im Hintergrund, was sich da so aufbaut. Undermine. Was dann wieder verschwindet. Okay, alles erledigt hier. Sehr schön, es war also ein Relikt. Müssen wir uns merken für die Zukunft. Und da geht's. Goldmine 3, eine Bombe, sehr schön. Na, ein bisschen mehr Schwingschaden, sehr gut. Schlecht. Verschwinde. Ich muss hier unwahrscheinlich. Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Kann ich mich hier vorbeischleichen? Ah ja. Gut, das war. Das Stück Fleisch ist mir leider runtergefallen. Erstmal unten lang. Ach, das ist ja bedauerlich. Okay, das ist ziemlich easy.
Dann denke ich. Boah, eigentlich muss es easy sein. Die Frage ist, können wir zwei kaputt machen mit einem? Nice. Hm, mehr brauche ich nicht. Mehr bringt mir leider nichts. Nice. Wir haben 415 Gold. Sehr schön. Verschwinde. Da links glitzert übrigens zum Beispiel was. Ich habe nicht beides getroffen. Schade. Was haben wir denn da Schönes? Das hält nur für eine begrenzte Zeit, oder wie? Müssen wir noch hin machen. Hier wollte ich rein. Okay, jetzt steht nicht da. Ah ja, ich kann auch springen. Sollte ich öfters mal tun. Oh, schöner Damage. Ja, die Kristalle sind jetzt nicht so geil. Dann ist ein TNT-Fass. Und der Boden kann brennen. Sollten wir also aufpassen. Links ist schon eine Bombe. Du benötigst eine besondere Schlüssel. Bin ich gar nicht. Das ist dicht. Ich habe mich vom Zauberer überzeugen lassen, hier runterzukommen. Und was hat es mir gebracht? Wenn du mir rausnimmst, kann ich dir auch helfen. Ich habe ein paar nützliche Fähigkeiten. Immer bin ich Bombenbauer und so. Puh, okay. Gut, meine Freunde. Der Bombenbauer ist in Gefahr. Wir werden ihn retten, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde, machen wir kurz eine kleine Pause. Von Anna Mein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.